Also er hat mich nicht verklagt, bis heute nicht. Und das hat er, glaube ich, keine Ahnung, wie oft in seinen Videos immer erwähnt. Stimmt also auch nicht. Wen wundert? Wer einmal lügt, dem traut man nicht. Und wenn er auch die Wahrheit spricht. Also. Push Art. Ein Kanal, der sich ja eigentlich eher um Make-up kümmert, betrieben von der lieben Carina, hat ein Video hochgeladen, von dem ich schon wusste, dass es kommen wird, weil ich sie privat mal getroffen habe auf einer Party, wo sie mir davon schon so ein bisschen erzählt hat. Lustig ist, dass sich unsere Wege, unsere Social-Media-Wege schon früh in meiner Social-Media-Karriere gekreuzt haben. Also wir waren zusammen mal bei so einem Make-up-Wettbewerb beide nominiert und sowas. Und vor einiger Zeit gab es eine Anschuldigung an ApoRed, dass er ihr und einer anderen YouTuberin gegenüber übergriffig gewesen sei. Und das wurde jetzt tatsächlich gerichtlich bestätigt. Ich habe mir einen Teil des Videos schon angeguckt und bin jetzt einfach mal so frei, damit die Zuschauer möglichst schnell alle Infos haben, hier ein Stückchen vorzuspulen. Ich hoffe, das ist okay, aber die ersten 10 Minuten lassen wir mal weg, weil das viel Einordnung ist. Und wir starten beim Thema, was ist eigentlich passiert? Weil ich finde einfach, dass das noch ein bisschen mehr Reichweite bekommen sollte. Let's go. Oh, laut. So, ich würde euch dann jetzt einmal eine etwas detailliertere Zusammenfassung über die Gesamtsituation geben. Denn das Ganze haben ja hunderttausende Menschen mitgekriegt und über die Zeit wurde ganz viel durch andere YouTuber und wie gesagt auch Zuschauer durcheinander geworfen. Deswegen ist dieser Überblick, glaube ich, ganz sinnvoll. Um die ganze Situation besser zu verstehen. An der Stelle wollte ich schon sagen, ich glaube, in letzter Zeit haben wir auch nicht mehr so viel über den Fall gehört, weil es eben vor Gericht war und man dann natürlich nicht mehr so viel ausplaudert und nebenbei veröffentlicht, weil das natürlich auch taktisch alles blöd ist. Das sollte erstmal gerichtlich geklärt werden. Aber jetzt können wir nochmal die ganze Story hören und ich bin gespannt, was sie erzählt. Den müssen wir noch ein Ticken weiter in die Vergangenheit zurück. Und zwar ins Jahr 2016. Da hat nämlich die YouTuberin Sylvie Carlson ein Video gemacht, in dem sie erzählt hat, dass sie auf dem Webvideopreis 2016 von 2 YouTubern sexuell belästigt wurde. Sie hat dabei die Namen der Täter nicht genannt und wollte einfach Awareness für das Thema sexuelle Belästigung schaffen. Niemand wusste also damals, welche beiden YouTuber sie explizit damit gemeint hat. 4 Jahre später, jetzt kommen wir ins Jahr 2020, da hat nämlich der YouTuber Mimi in einem seiner Videos als Nebensatz gedroppt, dass damals Sylvie ApoRed und Leon mit der Belästigung gemeint hat. Er hatte die Stelle dann später wieder entfernt, um Sylvie nicht noch weiter in die Schusslinie zu stellen. Da war es aber natürlich schon zu spät, ja. Danach hat also Mimi 2020 die Namen der Täter veröffentlicht. ApoRed hat davon mitgekriegt und dann ein 20-minütiges Video gegen Sylvie gemacht, in dem er sie als dreckige, hässliche Lügnerin und so weiter betitelt. Es war absolut widerliches Victim-Shaming, dieses Video. Da muss man sich sowieso mal fragen, wieso greift er Sylvie an? Denn sie hatte ihn ja niemals öffentlich als Täter überhaupt genannt. Und das eigentlich interessant, ne? Mimi behauptet, dass es so gewesen sei und er greift aber Sylvie an. Spannend, ja. Das ist eigentlich das Beste an der ganzen Sache. ApoRed war es auch noch selber, der sich als von Sylvie gemeinte Täter bestätigt hat. Er hatte sie nämlich vor seinem Beleidigungsvideo privat bei Instagram angeschrieben, sie dann natürlich bestätigt, dass sie ihn meint und er hält diesen privaten Chat auch noch in seinem öffentlichen Video in die Kamera. So Panne muss man erstmal sein, oder? Vor allem, dass er ihr dann noch vorwirft, sie will nur Fame und Geld von ihm abgreifen, so, macht ja gar keinen Sinn, weil sie ihn ja nie als Täter genannt hatte, sondern er es sogar selber war, der es bestätigt hat, dass sie ihn meinte. Also, ey, fällt mir nichts mehr zu ein, ohne Witz. Und dass sie dann beleidigt wird von seinen ganzen Fans, weil er seine Fans auf sie hetzt, so, das kann es doch nicht sein, aufgrund seines Fehlverhaltens. Vielleicht. Ja, das Interessante ist halt, der Chat schreibt schon, ApoRed ist halt nicht die hellste Kerze auf der Torte. Das will ich ja nicht mal sagen. Aber ich glaube tatsächlich wirklich, dass er damit das Thema erst überhaupt so groß gemacht hat. Weil ich glaube, auch dadurch
wird Carina jetzt bestimmt auch gleich erzählen, sie sich erst berufen gefühlt hat, auch ihre Geschichte zu erzählen. Also mal sehen. Jetzt hätte der Junge auch einfach mal in den Spiegel gucken sollen bei seinem Du lügst nur und willst nur Fame, Geld und Aufmerksamkeitsvideo. Aber hey, wer bin ich da schon, das zu entscheiden? UpRed hatte also dieses Beleidigungsvideo gegen Silvi gemacht und sie etliches an Morddrohungen und Hate im Internet kassiert. Und das ist der Punkt, an dem ich ins Spiel kam. Und zwar habe ich dieses Beleidigungsvideo gesehen und dachte mir nur so, das kann nicht sein, dass ausgerechnet er sich dahin stellt, der mich ja damals auch schon belästigt hat, und dann noch eine andere Frau im Internet dafür schämt und es da auch um einen Belästigungsfall geht, wo er Täter ist. Ich dachte mir so, es kann nicht sein. Und dann habe ich halt Solidarität gezeigt, habe meine Story erzählt, einfach um den Leuten klarzumachen, hey, glaubt der Frau, der hat das Gleiche bei mir auch gemacht. Übrigens kannte ich Silvi zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und wie gesagt, ich bin ja, wie soll ich sagen, ich bin ja so mittlerweile der Meinung, gerade wenn so Sachen im Internet ausgetragen werden, dann sollte man der Person, die das Opfer ist, natürlich zuhören und auch erstmal Glauben schenken. Was ich, glaube ich, heutzutage falsch fände, ist dann die andere Person direkt vorzuverurteilen. Weil so welche Sachen in der Vergangenheit natürlich auch schon schief gegangen sind. Aber natürlich kann man, und das ist halt das, was in viele Köpfe nicht reingeht oder was viele nicht wollen, einfach erstmal versuchen, eine neutrale Position zu haben und gegen keine der beiden Parteien irgendwie zu hetzen, zu haten oder sonst irgendwas. Also wenn eine Carina sagt, mir ist das und das passiert und eine Silvi sagt, ja, mir ist das und das passiert, dann kann man das doch einfach zur Kenntnis nehmen und vielleicht, das wäre vielleicht ganz gut insgesamt im Internet, sich erstmal zurückhalten zumindest und sich das anschauen. Und nicht direkt entweder gegen die beiden vorverurteilen oder gegen UpRed vorverurteilen. Ich glaube, dann hätten wir auf jeden Fall eine bessere und entspanntere Welt. Aber so funktioniert das Internet halt leider nicht, ne? Gar nicht. Wir haben uns noch nie gesprochen oder gesehen zuvor. Aber ich fand es einfach wichtig, in solchen Situationen zusammenzuhalten, Solidarität zu zeigen, einfach aus moralischen Gründen. Und gerade als Frau ist man leider sexuelle Belästigung gewohnt und man weiß genau, wie scheiße sowas ist, wie die Gesellschaft damit umgeht. Deswegen war es mir so wichtig, dass ich ihr da helfe. Mittlerweile kennen wir uns natürlich. Herz und Liebe gehen raus an dich, Silvi. Meine Veröffentlichung erfolgte damals übrigens über Instagram-Stories, welche ihr auch immer noch in meinen Highlight-Stories auf meinem Instagram-Profil angucken könnt. Also die Original-Stories, die ich damals 2020 gemacht hatte. Noch am selben schon 3 Jahre her und wir haben ja bald 24. Also schon über 3 Jahre her. Ist schon krass, oder? Wow. Veröffentlichung gemacht habe. Und erst jetzt, also was ich damit meine, wir werden ja jetzt gleich das Gerichtsurteil hören, erst jetzt ist es durch. Gerichtlich. Hat der YouTuber Unge einen Livestream gemacht, in dem er sich meine Instagram-Stories angeschaut hatte, dann UpRed zu sich in den Talk geholt hat, in den Livestream. Und dann habe ich das Ganze gesehen und dachte mir, es kann doch nicht sein, dass der jetzt eine Redebühne kriegt und sich da irgendwie rauswindet. Und dann bin ich mit in diesen Livestream gekommen und habe mit UpRed geredet. Guess what? Es war nicht so wirklich erfolgreich. Er hat trotzdem immer noch gesagt, ich lüge und so weiter. Und ja, das war auch nicht so sinnvoll, dieser Livestream. Nach meiner Veröffentlichung und diesem Livestream ging es natürlich richtig ab, was Reaktionen von YouTubern anging oder halt auch Zuschauerkommentare. Ich wurde bombardiert mit Nachrichten von Leuten. Ganz viel Hassnachrichten habe ich gekriegt. Und UpRed hat in den kommenden Monaten daraufhin über 16 Stunden Videomaterial hochgeladen. In Form von etlichen YouTube-Videos. Ich glaube, er hat in den ersten paar Wochen irgendwie 70.000 neue Abonnenten dazu gekriegt. Teilweise hatten die Videos über 500.000 Aufrufe, wo mein Name auch immer mit eingeblendet war. Er hat Twitch-Streams gemacht, hat Insta-Stories gemacht, auf TikTok sich dazu geäußert. Also es wurde komplett ausgeschlachtet, diese ganze Situation. Ich wurde von ihm als Straftäterin hingestellt oder dass mein Freund und ich Rassisten werden, was so ein Schwachsinn ist. Ne? Also es ist super viel crazy shit abgegangen.
Ja, ich glaube, er hat auch ganz ehrlich, und das meine ich nicht positiv, er hat auch einfach versucht, da so viel Traffic und Geld und so auch noch rauszuschlagen, würde ich ihm jetzt einfach mal unterstellen. Also ich kann es natürlich nicht beweisen, aber wenn jemand zu so einer Thematik so viel Content macht, dann vielleicht auch einfach, um ja da noch eine müde Mark mit zu verdienen, weil er hätte jetzt auch einfach, keine Ahnung, ein Statement machen können, das dazu sagen und dann sagen, ja gut, der Rest, der wird jetzt gerichtlich geklärt oder was auch immer. I don't know, aber das Problem ist halt auch, ne, bei ApoRed, ich sag's euch ganz ehrlich, da gilt das alte Sprichwort, was schon meine Oma gesagt hat, wer einmal lügt, dem traut man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht, so ungefähr, und da ApoRed sich in der Vergangenheit so oft mit so komischen Sachen schlecht in die Öffentlichkeit und in den Fokus gerückt hat und so viele komische Fake-Statements und es war ein Prank und haha, ich habe euch alle verarscht, muss ich auch sagen, da fällt es natürlich von vornherein auch irgendwie ein bisschen schwer, seine Seite der Story zu sehen. Ich weiß auch nicht, aber wie gesagt, am Anfang sollte man natürlich erstmal neutral bleiben. Sag ich mal so. Und es hat sich einfach wie so eine richtige Hass- und Hetze-Kampagne angefühlt. In diesen haufenweise Hass- und Hetze-Videos von ApoRed. Ja, das ist halt dann schon irgendwie weird, finde ich. Also das hat für mich auch schon so direkt gewirkt, okay, komisch, dass der da jetzt so eine Nummer drüber abzieht. Wandte er sich mehrfach an den YouTuber Mimi und an mich, dass wir uns bei ApoRed doch entschuldigen sollten. Ich sag mal so, seine Entschuldigung hat er gekriegt. Mimi hat daraufhin nämlich eine Entschuldigung an ApoRed Videoreihe gestartet, in der ApoRed in akribischer Detektivarbeit komplett auseinandernimmt, die Tathergänge der Belästigung öffentlich analysiert und etliche Lügen und Machenschaften von ApoRed aufdeckt. Von mir hat ApoRed währenddessen eine ähnliche Entschuldigungsreihe gekriegt, allerdings in Form von Gerichtsschreiben. Und ich habe sogar vorher noch ein YouTube-Video gemacht, und zwar auf dem extra dafür erstellten Cloud- und Aufmerksamkeits-YouTube-Kanal, um zu zeigen, so hey, mir geht's nicht um Fame, Geld und Aufmerksamkeit, sondern mir geht's einfach um den moralischen Solidaritätsaspekt, weil es einfach nicht okay ist, was da gerade passiert. Und habe versucht, ApoRed und Zuschauer zur Vernunft zu rufen. Hat nicht so funktioniert. Und deswegen hatte ich da schon gesagt, dass, wenn sich da jetzt nichts ändert, dass ich halt rechtliche Schritte einleiten werde. Ja, musste ich dann halt machen. Es ist nicht so, als hätte man ihm nicht die Chance gegeben. Er hatte mehrfach, auch während des Prozesses, die Gelegenheit, ja, das Ego runterzufahren, sich einfach mal zu entschuldigen, aber ja, Ego war größer, was soll ich sagen? Ich persönlich glaube, dass er versucht hat, mich einzuschüchtern mit seiner YouTube-Hetz-Kampagne und da versucht hat, einfach so als der Sieger der Situation irgendwie ja damit rauszukommen, weil auf YouTube-Ebene gibt es natürlich immer irgendwelche hirnverbrannten Zuschauer, die halt alles sofort glauben, was er sagt, ohne Belege, ohne Beweise oder sonstiges. Aber vor Gericht funktioniert das natürlich nicht so. Wenn er sich auf YouTube-Ebene hinstellt und sagt, oh, ich habe hier den und den Zeugen, so, dann glauben das alle und denken, ja, er hat recht, aber wenn er das vor Gericht macht, naja, dann muss er die Zeugen halt auch mitbringen und die wollen das. Beweis für die Tatsache, dass sich der Vorfall nicht wie von der Klägerin geschildert ereignet hat, hat der Beklagte nicht angeboten. Ja, das hat sie, glaube ich, auch schon am Anfang einmal gesagt, das haben wir jetzt geskippt, aber dass er wohl keinen einzigen Zeugen vorgebracht hat, der das bestätigen konnte, was er gesagt hat, obwohl er im Internet zuvor die ganze Zeit gesagt hat, ich habe den Zeugen, guckt euch dazu auch gerne das aktuellste Video von Mimi an, wo er das nochmal aufdröselt in einer anderen Form, wo er sagt, ja, ich habe 5 Zeugen und dann habe ich noch 2 Zeugen, von denen wisst ihr noch gar nichts, die halte ich geheim, aber die werden vor Gericht aussagen und bla bla bla. Und am Ende hat halt niemand ausgesagt, das ist dann halt auch irgendwie merkwürdig. Das prüfen und ja, er hatte vor Gericht nicht einen einzigen Zeugen. So, das ist halt so das Ding. Aber auf YouTube-Ebene war das zum Beispiel eine Sache, die er immer wieder behauptet hatte. Und Leute glauben das halt, ne? Aber ein Gericht prüft das nach. Und ich glaube, er hat halt nicht damit gerechnet, dass ich das wirklich vor Gericht durchziehe, sondern hat gedacht so, hey, er kann mich einschüchtern, ich mach das eh nicht, aber falsch gedacht. Hier auch mal einen kurzen Überblick über den Ablauf der ganzen Gerichtssituation. Im August 2020 ging das Ganze ja los. Leider musste ich ja dann mir einen Anwalt suchen, ja, die Klage dann einreichen. Übrigens hat ApoRed die ganze Zeit erzählt, er hätte uns alle verklagt. Bis heute ist keine Klage bei mir angekommen. Also er hat mich nicht verklagt, bis heute nicht. Und das hat er, glaube ich, keine Ahnung, wie oft in seinen Videos immer erwähnt. Stimmt also auch nicht. Wen wundert? Wer einmal lügt, dem traut man nicht.
Und wenn er auch die Wahrheit spricht. Ich habe mir dann erstmal einen Anwalt gesucht, was gar nicht mal so einfach ist, denn komischerweise haben so fast 30 Anwälte schon keinen Bock mehr gehabt, wenn sie hören, dass es um einen sexuellen Belästigungsfall geht. Da dachte ich mir auch so, what the fuck ist das denn? Und dann kommt ja noch hinzu, dass das Ganze online stattgefunden hat und viele Anwälte einfach gar nicht so die Medienkompetenzen haben. Deswegen haben wir einen wunderbaren Anwalt gefunden, der absolut beste Arbeit geleistet hat. Ganz großes Herz, Liebe geht raus. Falls ihr einen guten Anwalt braucht, sagt mir Bescheid, ich kann da jemanden empfehlen. Auf jeden Fall habe ich dann erstmal eine einstweilige Verfügung gegen ApoRed mit meinem Anwalt rausgeschickt. Die wurde dann auch geprüft und wurde am 19. Oktober dann auch stattgegeben. In dieser einstweiligen Verfügung standen halt Zitate drin, die ApoRed nicht mehr über mich sagen durfte. Daran hat er sich natürlich monatelang nicht gehalten. Dementsprechend hat er mehrere Ordnungsgelder aufgebrummt gekriegt, wollte die erst nicht zahlen, wollte dann Ratenzahlung beantragen. Jetzt wissen wir ja auch, woher die 3,6 Millionen Schulden beim Staat kommen. Spaß. Antragen. Das habt ihr bestimmt schon in den Mimi-Videos gesehen. Irgendwann hat ApoRed dann aber auch die Hass- und Hetze-Videos gegen mich gelöscht. Eventuell, weil er nicht noch ein Ordnungsgeld zahlen wollte. Naja, jedenfalls hat er öffentlich behauptet, nee, er löscht die nur so. Er wollte jetzt einen neuen Kanal machen. Naja, lassen wir das mal so stehen. Da war nur... Ist halt auch, ne, so... Ich lösche die Videos einfach nur so, aber zufällig da, wo dann sozusagen immer wieder Ordnungsgeld aufgebrummt wurde, weil es halt eine einstweilige Verfügung bzw. Unterlassung gegen manche Aussagen gab. Interessant. Auf jeden Fall viele Zitate drin, die er nicht so hätte sagen dürfen. Insgesamt gingen übrigens etliche von diesen Schreiben hin und her. Also das ist ja jetzt hier nur das Urteil, was ich in der Hand habe. Aber da waren teilweise wirklich so 40 Seiten mit einzelnen Sachen rausgesucht. Und das ist nämlich auch das Ding. Ich musste mir ja diese 16-Stunden-Videomaterial von ApoRed alle angucken und jedes Mal Zitate rausschreiben. Und habt ihr mal ApoRed zitiert? Der denkt sich ja ständig Wörter auf mit weggesneakt und irgendwelchen Burgies. Das heißt, man konnte noch nicht mal vernünftig ein Programm drüber laufen lassen über die Videos, dass halt dieser Text aufgenommen wird, sondern ich musste wirklich jedes einzelne Zitat rausschreiben. Ich sag ganz ehrlich, das ist doch allein schon eine Strafe, oder? Das ist doch schon eine Strafe, die man doch eigentlich keinem antun will. 16 Videos oder 16 Stunden, weiß ich jetzt nicht genau, von ApoRed sich anzugucken und dann immer rauszuschreiben. Oh ja, und dann hat Carina sich da reingesneakt, so mäßig. Und der schlaue Hase hat dann das und das gemacht. Ist irgendwie schwierig, ne? Sachen nochmal anhören und nochmal. Und oh mein Gott, ey, das, ey, diese Lebenszeit, ey, die kann mir auch keiner zurückgeben, die da verschwunden ist, ey. Oh je. Insgesamt gab es auch 3 Termine, wo wir alle vor Ort waren. Also ich habe 3-mal in der Zeit während Gerichtsprozessen ApoRed auch gesehen. Einmal halt zur insgesamten Beweisaufnahme, dieses typische, ne, gibt es vielleicht einen Vergleich oder so. Und nö, da hat er natürlich auch nicht die Chance genutzt, sich vielleicht zu entschuldigen, dass man den Prozess nicht noch weiterführen muss. Weil der Richter hat uns beiden direkt am Anfang gesagt, so, wir werden diesen Fall bis ins kleinste Detail auflösen. Das wäre eigentlich die Möglichkeit gewesen, die Wahrheit zu sagen, ohne sich noch mehr in die Scheiße zu reiten. Aber auch die Chance hat er nicht genutzt und ja, dann ging halt der über 2,5-jährige Prozess los. Genau, beim 2. Termin war er und ich dann auch wieder da. Man hat halt seine Geschichte nochmal erzählt, den ganzen Ablauf des Belästigungstages. Also es wurde wirklich alles akribisch geprüft. Man musste aussagen, es wurde anhand von ja, den Schreiben und Chats und so weiter alles analysiert. Beim letzten Termin waren wir dann auch nochmal da. Ich glaube, das war der Termin, der am längsten gedauert hat. Vom Gefühl war es teilweise über eine Stunde. Da hat man auch nochmal ausgesagt, weil da das Gericht sich nämlich entschieden hat, mir einen Vollbeweis auszustellen. Wollte da halt dann auch nochmal ein paar Gegenfragen und ja, das Ganze dann nochmal genauer prüfen von ApoReds Seite und von meiner Seite. Genau, das heißt, wir haben uns da in der Zeit auch tatsächlich 3-mal in Köln dann gesehen. Letzten Endes kann ich sagen, ist so ein Prozess einfach nur nervenzerrend. Vor allem, weil... Ja, das ist halt wirklich... Da muss ich eine Sache zu sagen. Das ist... glaube ich, auch so ein Missverständnis, was viele Leute so da draußen in den Kommentarsektionen so haben. Dieses typische, was ja dann oft kommentiert wird in gewissen Situationen. Ja, verklagt den doch. Ja, hä, verklagt die doch einfach. Oder zeigt den doch einfach an. Oder klärt das doch einfach vor Gericht. Das Ding ist halt, was vor Gericht zu klären, selbst wenn du im Recht bist, selbst wenn du 100% im Recht sein solltest, das ist ja etwas, was dein Leben und deine Nerven und dein Denken so sehr beansprucht. Also ich kann natürlich nicht für alle sprechen. Vielleicht gibt es auch Leute, die sagen sich so, ach ja, das läuft nebenbei und ich lebe mein Leben weiter. Aber mich persönlich zum Beispiel würde das, glaube ich, so umtreiben, immer zu wissen im Hintergrund, yo, da läuft dieser Prozess und der nächste Gerichtstermin ist dann und dann. Und dann muss ich daran dazu eine Aussage machen. Ich glaube, das ist schon...
gewaltig. Und ja, hier schreibt Lara, das ist leider auch der Grund, warum viele den Schritt einer Anklage bzw. Anzeige gar nicht erst gehen. Ja, absolut. Muss ich dazu noch was sagen? Ja, und auch, ne, dass du dann halt teilweise, jetzt mal for real, auch eine finanzielle Sache eingehst, weil erstmal diesen ersten Schritt zu machen und Anwälte zu bezahlen, also ich glaube, es gibt kaum was so gefühlt, was teurer ist als ein Anwalt, ein guter für eine Stunde, und den dann für mehrere Stunden zu bezahlen. Vielleicht auch noch gegen jemanden, der gerade ein Insolvenzverfahren am Laufen hat, wo du am Ende vielleicht sogar Gefahr läufst, nichts davon wiederzubekommen, ist halt immer so eine Nummer in einem vermeintlichen oder ja, in einem Rechtsstaat, wo natürlich jeder irgendwie das Recht hat, vor Gericht zu gehen. Aber finanziell ist die Frage dann vielleicht doch ab und zu mal zu stellen, wie gleichberechtigt dann doch jeder ist, wenn es die einen gibt, die vielleicht Millionen auf ihrer Seite haben und gute Kanzleien und die anderen, die dann da, also jetzt nicht in dem Fall, ne? Das meine ich jetzt generell mal so aufs Leben bezogen. Dieser Prozess ja so unfassbar lange ging und es gingen wirklich so viele Schreiben hin und her von meinem Anwalt und ApoReds Anwalt und ich habe halt super viel auch mitgearbeitet, weil es ist natürlich so das Ding, ich kenne mich in der YouTube-Szene aus, man guckt sich jedes Video von ApoRed an, ich habe mir jedes Reaction-Video angeguckt, also wenn ihr mal drauf reagiert habt, ich habe wahrscheinlich euer Video gesehen. Es ist halt einfach so kräftezehrend, weil man nie Ruhe vor diesem Thema hat, sei es in DMs oder natürlich privat oder halt durch den Gerichtsprozess. Es ist einfach eine dauernde Anspannung, die man die ganze Zeit hat. Und es ist ja auch immer wieder was Neues passiert. Ich meine, ihr habt ja durch die Mimi-Videos einen kleinen Einblick gekriegt, aber alleine da ging noch so viel mehr ab und ich kann einfach in diesem Video auch nur ein bisschen was zusammenfassen, weil die ganzen 3 Jahre sind so krass gewesen, dass ich wirklich ungelogen jeden Tag damit zu tun hatte und wenn es nur mal gedanklich war. Und deswegen wollte ich direkt mal so auf diesen Punkt kommen, was macht so ein Prozess überhaupt mit einem? Und ich glaube, da würde ich einfach mal zum Tag der Veröffentlichung gehen, was denn da so bei mir abging. Gehen wir also mal zurück zum 16.08.2020, an dem ich das Ganze veröffentlicht habe. Und zwar war an dem Tag mein kleiner Bruder seit bereits 10 Tagen vermisst. Der hat nämlich zu dem Zeitpunkt und leider auch immer noch eine durch Cannabis ausgelöste Drogenpsychose. Und die Monate davor waren extremst tragisch, absolut beschissen. Da kann man definitiv nicht anders sagen. Wir hatten den auch mehrere Wochen bei. Hat gar nichts damit gerade zu tun, aber weil sie es gerade sagt, ne? Cannabispsychosen ist auch so ein Thema. Ich bin ja grundsätzlich auch, würde ich sagen, was die Argumente betrifft und die finanziellen Sachen und auch vielleicht das Vorbeugen für die Entkriminalisierung von Cannabis, weil ich auch glaube, dass es vielen Leuten so die Zukunft verbaut und weil ich auch der Überzeugung bin, dass wenn es legal ist, dass es vielleicht auch kontrollierter ist, was da so vertickt wird. Nichtsdestotrotz finde ich halt, müssen wir über so ein paar Sachen sprechen wie Drogenpsychosen, was meines Erachtens total unterschätzt wird von denen, die da diskutieren. Dann wird halt immer gesagt, ja, Cannabis ist ja nicht so schlimm wie Alkohol. Guckt euch doch mal Alkohol an, da passiert das und das und das und das und das ist schon immer legalisiert. Ja, aber bei Cannabis gibt es halt noch andere Sachen, gerade wenn man das zu jung konsumiert, ne? Aber wie gesagt, ist gerade gar nicht Thema. Weiter geht's. Bei uns aufgenommen und hier wohnen gehabt. Und wenn ich meine absolute Katastrophe, da meine ich auch wirklich absolute Katastrophe. Wir hatten mehrmals den Krankenwagen hier, wir hatten mehrmals die Polizei hier. Ich habe mit dem Harley Quinn Baseballschläger, den ihr alle aus Videos kennt, wenn ihr meinen Kanal verfolgt, mich selbst verteidigen müssen, beziehungsweise in meiner eigenen Wohnung Angst haben müssen, weil der morgens eine Drogenpsychose geschoben hat und dachte, man hätte ihm das Gras geklaut. Und das ist halt einfach so unfassbar herzzerreißend, wenn eine Person, die man liebt und kennt, so krass wesensverändernd ist. Und das wünsche ich natürlich keiner Person, das überhaupt durchmachen zu müssen. Finger weg von Drogen, ich kann es nur unterschreiben, wirklich. Und was das mit Außenstehenden macht, ist halt auch einfach absolut tragisch und beschissen. So, das heißt, die Zeit war richtig scheiße. Mittlerweile ist er jetzt auch bei Heroin. Vor ein paar Tagen hatten wir einen Selbstmordversuch. Immerhin ist jetzt die Zwangseinweisung auf dem Weg, nur leider ist er jetzt abgehauen und irgendwo obdachlos. Oh, also hey, das Drama hat noch kein Ende genommen. Nur damit ihr mal einen kleinen Einblick habt. So, es ist einfach scheiße. Kann ich
nicht viel mehr zu sagen. Tut mir mega leid. Das Ding ist, ich sage das auch nicht, um jetzt irgendwie Mitleid zu erhaschen oder sonstiges. Das Ding ist einfach, dass ich das bewusst erzähle, um einfach deutlich zu machen, dass ihr niemals wissen könnt, was bei anderen Leuten im Hintergrund noch alles abgeht. Und man sich vielleicht einfach mal Gedanken machen sollte, dass andere Leute Probleme haben, die man nicht sieht oder die nicht direkt offensichtlich sind. Und ob das vielleicht jetzt so angebracht ist, diese Person auch noch jahrelang mit Scheiße zuzuwerfen. Weil jeder hat halt so im Leben seine Fights, sag ich mal. Und man weiß einfach nicht, was bei anderen Menschen abgeht. Und ich bin ja noch in einer extrem privilegierten Position. Deswegen hier nochmal ganz bewusst unterstrichen. Ich will mich hier gar nicht in die Opferposition drängen, obwohl ich natürlich hier auf Papier halt die Betroffene oder das Opfer in der Situation bin. Aber ich möchte mich nicht noch mehr damit reindrängen, indem ich sowas erzähle, sondern einfach Awareness dafür schaffen, dass es unfassbar beschissen ist und dass bei Leuten super viel anderer Shit noch abgeht. Man da vielleicht auch einfach mal ein bisschen über seine eigene Wortwahl nachdenkt, was man vielleicht anderen an den Kopf wirft. Ich denke, ich glaube, der ist schon mal einen kleinen Einblick, was privat bei mir abging. Aber hey, das reichte ja noch nicht, denn ich hatte auch noch zwei große Projekte, die ich machen musste. Ein Musikvideo stand gerade an von einer extremst bekannten Person, die ihr wahrscheinlich auch alle kennt, wenn ihr auf YouTube seid. Da musste ich Julian Bam bestimmt. Ich insgesamt 17 Kostüme machen. Die Deadline war schon, man hatte vorher gar keine Zeit mehr. Ich weiß noch, dass ich einen Tag später am 17. los musste, 1000 Sachen kaufen und organisieren und das einfach super stressig war. Das heißt, family-mäßig absolutes Drama, jobmäßig super viel zu tun. August ging es auch schon auf die Halloween-Zeit langsam zu mit unserer Shop-Marke. Das heißt, da war auch super viel zu planen und zu machen. Mein emotional support animal hier. Auf jeden Fall hatten wir dann auch noch Salem, unseren kleinen schwarzen Kater. Der tingelt hier auch irgendwo rum. Den habt ihr auch in meinem YouTube-Video gesehen. Da war dann auch ganz kleines hin rumgelaufen. Das ist natürlich auch so eine Doppelbelastung, was halt Monate vorher alles schon abgesprochen war, dass wir den dann abholen. Genau, und das ist dann auch nochmal eine extra Aufmerksamkeit. Alleine durch die Situation, jobbedingt und mit meinem Bruder, war mein Pensum an Stress ungefähr irgendwo hier oben schon lange überschritten. Und dann habe ich dieses Beleidigungsvideo von ApoRed gesehen und dachte mir so, ich weiß noch ganz genau, was ich in dem Moment gedacht habe. Und zwar einfach nur so, fuck, fuck. Weil ich ganz genau wusste, dass ich mich jetzt öffentlich äußern muss und dass das nur noch mehr Stress bedeutet. Nur noch mehr Stress. Ja, aber ganz ehrlich, das war es mir wert. Das war es mir wert und ich würde es auch nicht anders wollen, vor allem, weil man es jetzt gewonnen hat und durchgezogen hat. Es ist so unheimlich wichtig, Solidarität zu zeigen. Und ich erzähle das euch einfach nur, um nochmal deutlich zu machen, dass es einfach wichtig ist, anderen Menschen zu helfen und für andere da zu sein. Und ich habe nichts davon gehabt. Ich habe gar nichts davon gehabt. Und das Internet hat sich 3 Jahre lang das Maul zerrissen, dass Leute meinen, ich hätte bewusst diese Situation ausgenutzt für mich selber, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Und das Ding ist, warum ich das halt auch unter anderem erzähle, ist so eine Situation war die letzte Situation, die ich zu der Zeit gebraucht hätte. Das ist einfach was super scheiße ist, super viel Zeit, Energie frisst, die hatte ich einfach zu der Zeit überhaupt gar nicht. Ich will nochmal sagen, was zu dem Thema Kritik dann gegenüber so Frauen wie Carina. Ihr habt ja wahrscheinlich auch mitbekommen, in jüngster Vergangenheit, dass es in der Tat auch mal Fälle gab, wo Menschen im Nachhinein Anschuldigungen erhoben haben und dann aber gerichtlich vielleicht nichts geklärt werden konnte. Dann wird dann oft sowas gesagt, ja, was sollten denn die Frauen für ein Motiv haben? Die haben ja nichts davon. Das bringt denen ja gar nichts. Es bringt denen ja keine Reichweite, kein Fame und so. Ich möchte an der Stelle betonen, dass es natürlich auch für Falschbeschuldigungen ein Motiv gibt. Eins davon wäre zum Beispiel Rache. Wenn man mit jemandem ein persönliches Problem hat, dann kann, glaube ich, Rache ein gutes Motiv sein. Ich glaube, so haben wir es zumindest, so wie ich das jetzt mittlerweile gerichtlich verstehe, bei Gil Oferim vorliegen gehabt. Also ich kann es natürlich nicht so 100% sagen, aber so wie der Gerichtsprozess aktuell, wie es aussieht und wie er es auch sich eingestanden hat, also was er gesagt hat, dass es alles erfunden war, das wirkte ja so, als ob er einfach gerade ein persönliches Problem hatte und Rache üben wollte mit seinen Anschuldigungen an dieses Hotel. Und
Natürlich gibt es solche Fälle und deswegen muss man, glaube ich, auch immer kritisch sein und wie gesagt, nicht zu vorschnell urteilen. Das habe ich ja am Anfang schon mal gesagt. Nichtsdestotrotz ist es eben aber auch wichtig zu betonen, dass es ganz, ganz viele Fälle gibt, in denen das Motiv nämlich nicht Rache ist und in denen das Motiv auch nicht Fame ist oder so, sondern in denen das Motiv vielleicht auch einfach ist, dass es so passiert ist. Also wo eben das wirklich der Fall ist. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir hier mal so einen Fall haben, wo auch das gezeigt wird. Weil ich weiß nicht, wenn man so in die letzte Zeit in die Medien guckt, dann hat man immer so das Gefühl, oh Mann, wem kann ich eigentlich hier noch wie glauben? Und kann ich überhaupt noch irgendwas glauben, was Leute im Internet sagen? Und hier haben wir mal einen Fall, wo es dann am Ende so ausgegangen ist, dass Carina eben auch Recht bekommen hat. Und das finde ich sehr wichtig, dem auch mal eine Plattform zu geben. Ich hoffe, man versteht das grob, was ich damit sagen wollte. Gut, weiter geht's. Ich habe es tatsächlich dann auch gemerkt. Und zwar in dem Video, wo Marius dann tätowieren bei uns gelernt hat in einer Woche. Der hat ja dieses Format. Genau, solche Zwischenprojekte hatten wir ja auch immer noch. Das ist ja auch noch so das Ding. Auf jeden Fall dann zu Besuch. Und da hatte ich tatsächlich einmal so eine kurze Phase, dass ich auf dem linken Auge einfach gar nichts mehr gesehen habe. Und nur so, ja, Fernsehschnee flimmern, wie man es halt von alten Fernsehern kennt. Wie so ein Halbmond das Ganze. Ich habe es dann gegoogelt und scheint auf jeden Fall Migräne Stress. Gewesen zu sein. Achso, ja. Migräne. Hier schreibt gerade jemand in den Chat, einfach jeden Fall individuell betrachten, so wie es sich gehört. Ja, genau, das ist definitiv richtig und man sollte die Fälle auch nicht vergleichen. Aber deswegen sage ich es gerade, sind wir mal ganz ehrlich, der Mensch neigt ja dazu. Der Mensch neigt ja total dazu und ich glaube, das ist auch, keine Ahnung. Also deswegen finde ich es nochmal wichtig zu sagen, so wie der Chat vielleicht auch sagt, ja, jeden Fall individuell betrachten. Und ich wollte hier eben jetzt mal ein bisschen Reichweite auf ein Gegenbeispiel lenken, wo eben nicht das passiert ist, was ab und zu in der Presse passiert und was dann immer ganz groß gekocht wird. Und da habe ich gemerkt, so, ja, abfuck, das wird dir gerade alles zu viel. Also so vom Kopf her dachte ich, ja, scheiße, alles kacke, aber egal, ziehen wir durch, das schaffen wir, das kriegen wir hin hier. Ich habe mich auch bewusst geäußert, aber der Körper hat eindeutig gesagt, so, girl, it's too much. Ich hatte auch zwei, dreimal die Situation, dass ich über diese ganze Upred-Scheiße geredet habe, weil es ging ja dann richtig los hinter den Kulissen. Ich meine, ihr habt viel öffentlich mitgekriegt, aber hinter den Kulissen ging noch viel mehr. So, das heißt, da hatte ich auch Situationen, dass ich darüber geredet habe morgens und dann einfach reiern musste. Und dann will ich weiterreden, muss ich wieder reiern. Und ich denke mir so, scheiße. Mann, dein Körper sagt dir gerade auf allen Ebenen, it's too much, es ist too much. Und gerade die Situation mit meinem Bruder, die ja super emotional und einfach schlimm ist und dann dieser ganze Arbeitsstress, dann hast du diese Brett-Scheiße noch. Aufgrund dessen habe ich dann auch überlegt, so ja, scheiße, meine Gesundheit sollte immer vorgehen. Das rate ich übrigens einigen YouTubern, weil Burnout ist ja das typische YouTuber-Ding, was halt sehr viele kriegen. Ja, auf jeden Fall kann ich da jedem nur raten, hört auf euren Körper. Das habe ich dann auch gemacht und dementsprechend habe ich weniger Content gemacht. Das natürlich sehr schade gewesen, weil ich hatte super viele Projekte. Ich hatte mehrere Umweltschutzprojekte geplant, etliche Face-Paintings und sonstiges. Aber ja, ist dann halt nichts draus geworden, weil wir gesagt haben, alles klar, die Aufträge, die ich habe, die müssen weiterlaufen. Das mit meinem Bruder kann ich auch nicht wegzaubern. Diesen ApoRed-Gerichtsprozess, den ziehe ich auch durch. So, da kann ich jetzt nicht irgendwie sagen, nee, doch, kein Bock mehr. Ich habe es angefangen, ich habe es dann auch durchgezogen. So, und das, was halt letzten Endes dann runtergelitten hat, ist meine eigene private Karriere und halt auch, ja, dass dann halt viel weniger Content kam, was natürlich für. Ja, und da sind wir halt wieder beim Thema, ne? Ja, zeigt den doch einfach an, klärt das doch einfach gerichtlich. Ist halt nicht immer so einfach. Die Community dann auch blöd ist. Ich glaube, in den letzten 3 Jahren haben wir ungefähr 10 Videos rausgebracht. Da würde ich mich jetzt schon gar nicht mehr als YouTuberin bezeichnen. Ich glaube, das letzte Video hier auf diesem Kanal ist vor 11 Monaten gekommen. Ja, das ist dann halt so die Sache, dass man irgendwie dann auch keinen Bock mehr hat auf YouTube, wenn man die ganze Zeit nur beleidigt wird. Ist auch scheiße. Und vor allem der Stresspegel hat einem ja eh schon gesagt, so, nope, das lassen wir besser. Ja, im Endeffekt einfach unfassbar schade, dass ich mich dann 3 Jahre um den Gerichtsprozess kümmern musste, anstatt dann, ja, meine Kreativität auszuleben, was mir halt dann auch ja, ein sehr gutes Gefühl gegeben hätte und vielen Zuschauern aus meiner Community natürlich auch viel Freude und Inspiration gebracht hatte. Aber nein, das Ego. Da kann ich einfach nur sagen, hoffentlich hat es dann anderen Leuten jetzt was gebracht. In diesem Sinne, um da was Positives für Carina rauszuziehen. Hoffentlich hat es, ja. Also ich muss sagen, mir persönlich hat es was gebracht, glaube ich.
dass Carina das durchgezogen hat, weil wir sind jetzt gar nicht so genau drauf eingegangen, aber sie hat es ja eben erwähnt, sie hat vom Gericht sogar einen Vollbeweis ausgestellt bekommen, wo ich mich natürlich frage, okay, wie macht man das bei so einem Fall? Also da waren ja wahrscheinlich, ich kann es mir nicht vorstellen, da waren ja wahrscheinlich keine Kameras irgendwie im Raum, die das ganz genau bewiesen haben, aber das Gericht wird ja wahrscheinlich schon irgendwie eine Technik oder eine Befragungsart oder irgendwelche anderen Hinweise und Indizien gehabt haben, um wirklich diesen Schritt noch zu gehen und einen Vollbeweis auszustellen. Und ich muss sagen, das gibt mir so ein bisschen Hoffnung in ja, unser juristisches System, dass die sich da sogar noch die Mühe machen, sage ich jetzt einfach mal so, dem noch nachzugehen. Was ich auch interessant und wichtig finde, das hat eigentlich gar nichts damit zu tun und sollte auch nichts damit zu tun haben, aber ich führe es jetzt trotzdem mal an, dass es, so wie ich das verstanden habe, ein männlicher Richter war, hat, glaube ich, auch Mimi in seinem Video gesagt. Und so blöd es klingt, aber sind wir mal ganz ehrlich, viele Menschen würden jetzt wahrscheinlich sagen, wenn es eine weibliche Richterin wäre, ja, das ist jetzt nur, weil die Richterin auch weiblich war und deswegen ist das so und so. Nein, eben nicht. Ich glaube, Richterinnen machen in den allermeisten Fällen einen richtig guten Job und können da auch richtig gut differenzieren und gehen da rein in die Themen. Also ich will nicht sagen, dass es nicht Fehlurteile gibt oder Urteile, wo man sich mal ein anderes Strafmaß erhofft hätte. Aber wie gesagt, also mir persönlich gibt so ein Fall einfach so ein bisschen Hoffnung, dass selbst wenn jetzt mir als Frau mal was passieren sollte und da keine Kameras vor Ort waren oder so, dass ich dann trotzdem die Traute hätte, dagegen vorzugehen, weil ich eben sehe, in dem Fall hat es ja funktioniert. Aber keine Ahnung, I don't know. Von Prinz Puma, aka ApoRed, war so groß, dass man dagegen ankämpfen musste. Und ich finde das einfach so unnötig. Ich finde das so unnötig und es war auch so scheiße. Allein der Account von den Katzen, den habe ich gar nicht bespielt. Auch den Instagram-Account von unseren Push-Art-Farben. Ich habe nicht eine Sache gepostet in der Zeit. Das sind einfach 3 Jahre, die in meiner Kunstkarriere gefühlt einfach weg sind. Ich sag mal so, ich bin natürlich froh, dass man es jetzt geschafft hat und hier ein Zeichen setzen kann. Aber es ist nicht das, was ich mir eigentlich gewünscht hatte in der Zeit zu tun. Aber trotzdem bin ich natürlich froh, es durchgezogen zu haben. Und was ihr euch insgesamt auch mal bewusst machen müsst, dass für mich zwar dieser ganze Gerichtsprozess und dieses ganze Drumherum absolut scheiße war, ich aber trotzdem noch in einer privilegierten Position war. Denn ich hatte die finanziellen Mittel, mich überhaupt juristisch wehren zu können. Das hat Tausende von Euros gekostet. So, Leute, verklagen kostet Geld. Und ich hatte eine Rechtsschutzversicherung, aber die greift ja nicht immer. Und in meinem Fall hat sie nicht gegriffen, weil man braucht noch einen extra Internetzusatzschutz und so weiter. Auf jeden Fall. Das ist auch so ein Ding. Rechtsschutzversicherung und wann Versicherung greifen und wann nicht. Ich muss sagen, ich glaube da ja auch nicht so richtig dran. Also ich habe zwar auch solche Versicherungen, aber ich denke mir auch manchmal so, ob das im Zweifelsfall wirklich was bringt. Weil, ja, musste ich das selber in Vorkasse zahlen. Und da ich den Prozess gewonnen habe, müsste ich zwar meine Prozesskosten von ApoRed zurückbekommen, aber wer weiß, wie lange ich darauf warten kann. Thema Insolvenz, ne? Wie gesagt, guck da auch bei Mimi vorbei. Also ich muss auch sagen, ich finde Mimi, in manchen seiner Videos übertreibt er es ein bisschen mit, was da an Informationen rausgelassen wird von ihm, an Privaten. Aber er hat eben auch schon richtig krasse Sachen aufgedeckt. Und eben auch solche Sachen. Dass da eventuell ja eine Insolvenz am Start ist oder vielleicht sogar auch Betrug, was die Bezüge von Bürgergeld und sowas angeht. I don't know.
Und ein ApoRed ist halt insolvent. Das heißt, ich habe einfach nur draufgezahlt und habe mich nur beleidigen lassen. So, das ist für mich persönlich einfach nur eine Lose-Lose-Situation. Man wird beleidigt, ich gebe Geld dafür aus. Und ich habe aber noch diesen Vorteil, dass ich zumindest öffentlich darüber dann reden kann, dass ich eine gewisse Reichweite habe und Leute da draußen mir zuhören. Und ich damit zumindest für mich diesen moralischen Aspekt habe, dass ich mir denke, komm, das lohnt sich, damit kannst du aufklären, du kannst zumindest irgendwie was Positives vielleicht bewirken. Ey, wenn nur eine Person hier dann dadurch einer Betroffenen hilft und dadurch animiert wird, einer anderen Person zu helfen oder auch Solidarität zu zeigen, ey, dann hat sich das ja alles schon gelohnt. Und da ich solche Nachrichten ja schon gekriegt habe, denke ich mir so, ey, dafür hat es sich gelohnt und das macht es zu einer Win-Win-Situation. Aber überlegt mal, wie viele da draußen nicht die finanziellen Mittel haben, dann nicht das vielleicht überhaupt durchziehen können vor Gericht. Ne? Das ist ja auch noch so ein Punkt, dass ich psychisch extremst belastbar bin. Natürlich war das scheiße für mich, ne? Einfach schon, weil ich selbstständig bin, das heißt, man ist eh immer fast am Burnout. Ja, und dann die Situation mit meinem Bruder, super viel ging ab. Aber vom rein psychischen bin ich halt trotzdem sehr belastbar, dass mich zum Beispiel diese ganzen Hate-Kommentare nicht fertig gemacht haben. Und ich denke, wenn man ein sehr dünnes Fell hat, dass ein, ich meine, sowas kann Leben kosten. Ne? Ich weiß noch, dass zu der gleichen Zeit, als das bei uns war, der Fall von Kasia und Boateng ablief. Und da dachte ich mir noch so, oh mein Gott, die Arme macht eine ähnliche Scheiße durch wie wir. Ja, sie hat sich umgebracht. Und das ist halt eine Sache, die jeder sich bewusst machen muss, dass bei solchen Shitstorms, vor allem in so einem Ausmaß, dass das absolut krank ist. Und das muss man sich vielleicht auch mal reinziehen, dass ApoRed das bewusst in Kauf genommen hat und er auch nicht wusste, wie eine Silvi oder wie ich psychisch drauf sind, ob und wie wir das verpacken. War dem scheißegal, weil das Ego einfach größer war. Und das ist das Problem mit narzisstischen Leuten, dass das Ego so krass ist, dass über Leichen gegangen wird. Muss man sich vielleicht als Reaction-Streamer zum Beispiel auch mal überlegen, dass wenn Mimi und ich hier unsere letzten Videos gemacht haben, ob man ApoRed dann vielleicht wirklich noch so viel Aufmerksamkeit schenken sollte. Wie gesagt, der Typ findet bei mir nicht statt. Also ich weiß nicht warum oder ob das jetzt auch überheblich ist, aber ich denke mir so, wieso sollte ich auf irgendein Video von ApoRed reagieren? Also was habe ich dazu zu sagen, wenn er so gefühlt ein Video macht, dass er insolvent ist und einen Tag später sagt, das war ein Prank und dann macht er ein Video, so ist es wirklich. Und dann gucke ich mir ein Video von einem echten Steuerberater dazu an und der deckt auf, dass da schon wieder jegliche Scheiße gelabert wird. Und das ist ja nicht nur in der aktuellen Situation so, sondern das ist ja schon auch vor Jahren immer mal wieder so gewesen. Ja, da finde ich auch nicht, dass man dem unbedingt eine Plattform geben sollte aus Unterhaltungs-Content-Gründen. Also klar, wenn man jetzt irgendwie selbst davon betroffen ist oder da richtig Müll gelabert wird und man was dazu sagen kann, ne? Also entweder weil man selbst die Situation miterlebt hat oder weil man vielleicht ein Steuerberater ist und das aufdecken kann, so ja, dann schon. Aber um das jetzt einfach mir nur so anzugucken und dann zu sagen, oh mega lull, oh was, er ist pleite, lol, Roffel, hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen, ist nicht so mein Film. Keine Ahnung. Weil sowas zu machen ist einfach nur widerlich. Einfach nur widerlich. Da finde ich echt keine Worte für, wie man so rücksichtslos mit anderen Menschen umgeht. Ich glaube, für mich persönlich war an dieser ganzen Hetze von Zuschauern eigentlich immer nur dieser Gedanke, der mir direkt kam mit, boah, was wäre, wenn jetzt nicht ich die Nachricht kriegen würde, sondern eine andere Person, die halt vielleicht ein bisschen dünneres Fell hat. Denn für mich... Was man natürlich sagen kann, ApoRed ist nicht für jeden seiner Zuschauer verantwortlich. Also... ApoRed trifft nicht zu 100% die Verantwortung, wenn da Zuschauer XY Carina eine Hassnachricht schreibt. Das ist eigentlich hauptsächlich erstmal die Verantwortung von Zuschauer XY. Gerade wenn ApoRed jetzt sachlich gewesen wäre, würde ich dann noch mehr sagen, ja, okay, das ist nicht seine Verantwortung. Aber man muss ja sagen, ApoRed war in seinen Videos nicht sachlich. Ich erinnere nochmal hier gerade an das Video, die größte Lügnerin im Internet und dann sowas zu sagen wie, ich weiß nicht mehr genauer Wortlaut, aber er hat ja irgendwie auch so gesagt, guckt euch die mal an, die ist so hässlich, die würde ich nicht mehr anpacken, so nach dem Motto. Dann würde ich sagen, ist das schon eine kleine Mitverantwortung, wenn man dann die ganzen Zuschauer so sehr auf eine Person hetzt. Nicht nur eine kleine Mitverantwortung, sondern auch eine große. Wenn ich jetzt allerdings, will ich auch nochmal zur Einordnung sagen, wenn man jetzt allerdings irgendwie einen großen Skandal über irgendwen aufdeckt und dann gibt es unter 500.000 Zuschauern drei Menschen, die schreiben dann dieser Person vom Skandal, ja, bring dich um, dann ist das, glaube ich, nicht die Verantwortung von der Person, die den Skandal aufgedeckt hat. Ne? Ich glaube, da müssen wir auch immer
ganz, ganz genau darauf achten, wer da wie Schuld trifft und wie Verantwortung hat. Aber ich würde sagen, in diesem Fall hatte ApoRed auf jeden Fall eine Verantwortung und ist der nicht gerecht geworden im Sinne, dass er halt 5, 6 Videos produziert hat, wo er nur ja, gehasst und gehetzt hat. Ganz klar. Mich selber war jetzt der Shitstorm nicht so, dass ich da irgendwie Minderwertigkeitskomplexe gekriegt habe oder mich das fertig gemacht habe. Ich weiß auch, die Anfangszeit war sogar zwischendurch richtig witzig, dass ich mich mit Freunden fast bepisst habe vor Lachen, wirklich, weil da so ein hirnverbrannter Schwachsinn geschrieben wurde. Ich kann euch ja mal 2, 3 Sachen hier einblenden, so dass ich neidisch auf ApoRed Sneaker wäre oder so. Also wir haben uns schon gut über die Dummheit von Leuten einfach lustig gemacht. Und auch so Sachen wie Emo, Hexe oder Crazy Cat Lady, so Tell me more, thanks for the compliment. So, als ob das eine Beleidigung für mich wäre. Habt ihr euch mal meine Kunst angeguckt, wie es ja aussieht? Ich liebe so spooky Shit. Also das ist ja nichts, womit man mich jetzt irgendwie beleidigen kann eigentlich. Nee, also da waren schon einige für mich jetzt unterhaltsame Sachen dabei. Obwohl es natürlich trotzdem nicht geht, weil es als Beleidigung von den Leuten gemeint war. Aber es hat mich jetzt nicht irgendwie berührt oder verletzt, weil ich das einfach für mich einordnen konnte. Aber auch da ist es natürlich irgendwann auf Dauer einfach nur nervig. Stellt mal vor, ihr kommt auf die Arbeit und kriegt jeden Tag dumme Sprüche zu hören. Am Anfang ist es noch funny. Ihr denkt euch, ach ja. Und irgendwann so nach 2 Jahren denkt ihr euch aber auch so, oh ja, mach nochmal den Witz. ApoRed hat dich massiert. Ja, habe ich noch nie gehört. Ist halt dann einfach so, dass ihr denkt so, ach, come on. Also, ne, das ist eher so das, was ich dann irgendwann hatte, dass ich dachte, ach komm. Es gibt aber verdammt viele Leute, die sowas verletzt und die das vielleicht für sich noch nicht einordnen können oder die vielleicht, ne, einfach gerade sowieso eine schlimme Phase haben und dass man dann genau bei solchen Leuten in die Wunde drückt. Das kann halt passieren. Wie gesagt, man weiß nie, was bei fremden Leuten vielleicht im Hintergrund irgendwie abgeht, sei es psychisch oder andere Probleme. Und deswegen ist sowas einfach unfassbar widerlich, Leute mit so viel Hass zuzubomben. Und ich glaube, so die gestörtesten Sachen waren, um euch mal Beispiele zu nennen, dass Leute mir abgehackte Gliedmaßen von Frauen geschickt haben als Fotos, und zwar echte Leichenfotos, wo ich mir auch dachte, das ist krank. Da haben wir einen Höhepunkt auf jeden Fall erreicht. Von Dickpics will ich gar nicht erst anfangen. Übrigens, in der Infobox findet ihr einen Link, wo ihr Dickpics immer anzeigen könnt. Macht das unbedingt auch. Auch wenn ihr denkt, hey, da kommt eh nichts bei rum. Es ist einfach wichtig, sowas in der Gesellschaft als Statistik festgelegt zu haben, damit es einfach irgendwann auch Änderungen in der Gesetzeslage gibt. Also zeigt sowas bitte immer an. Und prinzipiell gab es natürlich auch viele Morddrohungen und Vergewaltigungsdrohungen, was halt gar nicht geht. Oder auch die Katzen wurden ständig mit reingezogen und ich habe sie doch so gerne in der Story. Ich weiß noch, einer hat so eine richtig widerliche Nachricht geschrieben, so von wegen, ich komme zu dir nach Hause, schneid deinen Katzenschwanz ab, erstick dich damit, vergewaltige dich, schände dann noch deine Leiche. So komplett durchgedrehter Text und dann gibt man so aufs Profil, Marvin 13 Jahre alt, man denkt so, wow. Wow. Auch hier vielleicht einfach mal eine kleine Erinnerung an alle Eltern, die zuschauen oder ältere Geschwister. Habt ein Auge auf Kinder im Internet, weil... Ja. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, ja. Ich meine, ApoRed hat durch Fortnite, was er früher gespielt hat, auch teilweise eine sehr junge Zuschauer-Fanbase. Und das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Ich meine, das ist für mich natürlich dann, ja, ich weiß gar nicht, ob es, doch, es ist irgendwie zwar weniger schockierend, wenn man irgendwelche Drohungen kriegt von 13-Jährigen. Andererseits ist es halt trotzdem mega schockierend, dass so junge Menschen so einen kranken Scheiß schreiben. Also, ey, da kann ich auch was zu sagen. Bitte passt auf Kinder im Internet auf. Hier in der Infobox findet ihr dazu auch nochmal ein paar Berichte. Ja. Vielleicht guckt ihr da auch nochmal rein. Ich muss generell sagen, ich finde, was es bei einem macht, ist vielleicht, es macht dann nicht unbedingt einem direkt Angst oder so. Ich kenne ja auch, dass man von Leuten gehatet wird, wo man sich so denkt, so privat persönlich juckt mich das jetzt eher weniger, aber ich weiß nicht, ob das lächerlich klingt, aber es macht einem enormen Weltschmerz. Es klingt jetzt richtig weird, aber ich glaube, das ist auch nicht zu unterschätzen, wenn du jeden Tag so irgendwie so in diese Abgründe blickst, die da draußen existieren. Und wenn du die vor allem auch nur so einseitig angezeigt bekommst, weil die positiven Beispiele siehst du ja nicht in deinen DMs. Da siehst du halt die Leute, die dir irgendwie Morddrohungen schicken oder anderweitig irgendwie verstrahlt sind. Ich glaube, das ist auch nicht zu unterschätzen. Ich bin jetzt einfach mal so frech und beende die Reaction hier, weil ich einen Wunsch habe, und zwar, dass ihr euch gerade den Anfang und vielleicht auch den Rest und das Fazit bei Carina anguckt. Ich finde es eigentlich fast schon schade, dass dieses Video nur, in Anführungszeichen, 225.000 Aufrufe hat und schon 3 Tage alt ist.
Schaut da gerne mal vorbei. Ich glaube, wenn ich da jetzt, ich kann dazu auch nicht super viel sagen. Ich bin jetzt nicht die Person, die da ansonsten noch so viel Mehrwert zubringt. Deswegen lasse ich es an der Stelle mal so stehen. Ich hoffe, ich habe darauf aufmerksam gemacht. Das war eigentlich meine Ambition bei diesem Video. Und ja, schaut euch den Rest gerne bei Carina an, wenn ihr noch mehr Details haben wollt. Gerade auch hier am Anfang zeigt sie noch ein bisschen. Warte, das muss ich mal kurz zeigen. Dieser dürftigen und lückenhaften Schilderung kann die Kammer keine Anzeichen dafür entnehmen, dass sich der Vorfall, wie vom Beklagten behauptet, zugetragen haben könnte. Ja, ist schon witzig, die Auszüge daraus auch zu lesen. Genau, wie gesagt, schaut da vorbei. Gut. Das Video läuft bei mir schon die ganze Zeit parallel ohne Ton, damit sie auch was davon hat. Ja, zum Beispiel. Das ist doch gut. Mir ist aufgefallen, dass Influencer am meisten die negativen Nachrichten lesen, aber die positiven kriegen sie irgendwie nicht so mit. Warum? Boah, da kann ich dir was zu erzählen, Randgamer. Ich bekomme positive Nachrichten auch mit. Ich habe mittlerweile sogar mir angewöhnt, positive Nachrichten ab und zu screenshotten und mir zu speichern, damit ich die im Zweifelsfall nochmal lese. Das Ding ist halt, als Mensch gewichtet man immer das Negative mehr als das Positive. Jetzt mal nur als ganz kleines Beispiel, wie das vielleicht jeder von euch verstehen kann. Stellt euch vor, ihr seid auf irgendwie, weiß ich nicht, einer Weihnachtsfeier von der Arbeit oder von der Familie oder was auch immer und ihr habt, was weiß ich, ein blaues Kleid an und dann hört ihr an dem Abend dreimal irgendwie, dass Leute sagen, oh, du siehst aber toll aus, oh, du hast dich aber heute schick angezogen, ach, cooles Kleid. Und dann sagt eine Person, oh mein Gott, also das Kleid steht dir ja gar nicht, das ist ja grausam, guck mal, wie dein Po da drin aussieht oder was auch immer. Über was macht ihr euch den restlichen Abend Gedanken? Darüber, dass 5 oder 4 oder 3 Leute vorher gesagt haben, dass es positiv ist oder darüber, dass die eine Person gesagt hat, das geht ja gar nicht. Natürlich macht man sich irgendwie darüber Gedanken, weil ich weiß gar nicht warum, ob das so ein urtypisches Primatengehirn-Ding ist, keine Ahnung, dass man der Gefahr sich immer bewusst sein muss, dass das wichtiger wiegt. I don't know.